Hallo liebe Grillfreunde, hier ist wieder mal euer Team von Sackpfeife Barbecue Weimar. Ja, wir wurden eingeladen zur Ketchup Challenge vom lieben Andi, vom EJ Barbecue und von unserem Grillfreund Thomas von Barbecue aus Baden. Da nehmen wir natürlich gerne dran teil. Wir haben uns schon mal überlegt, was wir machen. Wir haben dieses Wochenende direkt mal frei aufgrund des Schneechaoses, was ja in Thüringen vorherrscht. Und da machen wir heute mal was Deftiges. Wir machen Palatschinken, gefüllt mit Rinderfilet und einer Salsa an einer deftigen Ketchup-Soße. Und das Ganze machen wir heute mal auf dem Raketenofen. Schaut's euch an. Ja, wir haben hier eine Schüssel stehen und wir machen zuerst den Teig für unsere Palatschinken. Da kommt Mehl hinzu, Milch. Und ich nehme hier für die Menge 4 Eier. Die genauen Angaben, Zutaten und Mengen, wie immer, unter dem Video findet ihr die. Und zum Schluss nur noch eine Prise Salz. Und verrühren das Ganze. Der Teig ist schon fertig für unsere Palatschinken. Ihr seht, der Teig ist fertig, wenn sich an der Oberfläche, wie ihr seht hier, solche Bläschen bilden. Ein was muss ich noch loswerden, bevor wir an unsere Tomatensalze rangehen. Und zwar, ich möchte mich jetzt richtig mal öffentlich bedanken. Und zwar, wir grillen ja jedes Wochenende in Erfurt. Und vorige Woche, ihr wisst es, war ja der große Schneeeinbruch so auch in Erfurt. Und wir hatten unseren großen Hänger dran. Und es war das absolute Schneechaos. Nach dem Grillen auf der Heimfahrt sind wir zweimal hängen geblieben. Einmal konnten wir uns noch selber retten. Und einmal war alles vorbei, da ging gar nichts mehr. Und da gab es zwei Leute, die uns geholfen haben. Und zwar eine junge Frau aus dem Umkreis von Erfurt, die hatte kein Abschleppseil mit, als extra nochmal heimgefahren, hatte Abschleppseil geholt, weil wir keins dabei hatten. Und kam dann, und dann kam noch einer, der ähnlich in der Branche ist, im Eventmanagement, soweit ich weiß. Und der hat uns dann den Berg hochgezogen. Wir konnten dann auf die Autobahn drauf fahren und er ist uns noch bis Weimar auf der Autobahn hinterhergefahren, falls doch noch was passiert. Es hat alles gut geklappt und diesen beiden Leuten möchte ich richtig danken. Freunde, es gibt auch noch Top-Leute. Daumen hoch für diese beiden. Ja, Tomatensalsa. Ich habe hier aufgeschnittene Tomaten. Ihr braucht ungefähr so zwei Stück, wie gesagt, die ganzen Mengen unter dem Video. Die schneide ich hier noch ein bisschen klein. So, das reicht so. Die hat man nämlich noch da und da machen wir gar keine erst neue auf. Oder? Ja, man muss sich ab und zu auch mal bedanken. Vor allen Dingen, man freut sich, dass es Leute gibt, die so hilfsbereit sind, vor allen Dingen in dieser Situation. Es war ja auch sehr kalt und dann mit dem Gespann. Wir haben ja ein Gespann, das ist ja insgesamt über 10 Meter lang und ja, das war einfach der Wahnsinn. Ja. Und geben das alles hier in eine Schüssel. Dann brauchen wir noch eine klein geschnittene Knoblauchzehe. Und geben es zu den Tomaten. Ja, hier haben wir Blattspinat und den haben wir blanchiert. Das habe ich euch jetzt nicht gezeigt. Ganz kurz. Und den schneiden wir jetzt ganz klein. Den hat man noch in der Kühlung gehabt. Deswegen sieht
der so ein bisschen matschig aus, aber es ist egal. Ja, schön klein schneiden. Und kommt mit dazu in die Schüssel. Nun geben wir etwas Olivenöl hinzu, nicht zu viel, es muss nicht schwimmen. Nur einen Schluck. Okay, danke schön. Und Aceto Balsamico kommt noch dazu. Gut. So, und dann kommt noch ein bisschen Salz hinzu. Zwei kleine Prisen. Ja, und pfeffern jetzt noch die ganze Sache. Und verrühren die ganze Sache. So, weitere Zutaten für unsere Tomatensalsa sind gewürfelte Zwiebeln. Dann haben wir hier Petersilie, ist schon klein gehackt. Und ein Cheddar, den wir jetzt noch reiben werden. So, da reiben wir uns den Cheddar ein bisschen was runter. Viel brauchen wir nicht. Ja, weiter geht's mit unserem Rinderfilet. Das sind immer die Reste, die ich immer, wenn ich ein Rinderfilet zerlege, übrig bleiben. Also das sind meistens die Spitzen oder vom Kopf, wo ich kein Filet mehr draus schneiden konnte. Und hier, ihr seht, hier ist noch ein bisschen Fett dabei. Also aus dem Mittelstück kann es auch nicht sein. So, das nehme ich jetzt her und schneide das aber noch ein bisschen klein, weil wir wollen das ja reinrollen in unseren Palatschinken. Und deswegen schneide ich das noch ein bisschen klein hier. Das wird dann auch ganz kurz nur gebraten, ganz kurz, weil ihr wisst, Filet darf nicht unbedingt komplett durch sein. So Freunde, wir stehen jetzt hier draußen. Wir haben so um die 7-8 Grad minus. Der Petromax Raketenofen ist schon im Gang. Übrigens habe ich heute eine wunderschöne Mütze von Petromax auf. Kommt genau richtig, die Mütze. Und wir werden jetzt noch ein bisschen Holz auflegen und dann geht's los. So, wir haben schon die erste Pfanne drauf und geben jetzt Butterschmalz hinzu. Wir machen jetzt die Füllung. Und geben die Zwiebeln hinzu. So, und schwitzen die Zwiebeln wenig an. Die müssen nicht dunkelbraun werden. Und geben etwas Salz und Pfeffer hinzu. So, und geben jetzt den Cheddar dazu. Und die Petersilie. So, jetzt geben wir unser Rinderfilet geschnetzeltes hinzu. Und wie gesagt, leicht anbraten. Geben wir einen Rosmarinzweig dazu und Knoblauch. So, unser geschnetzeltes ist schon fertig und das nehmen wir jetzt vom Feuer. So, und geben das Rinderfilet mit zu unseren Zwiebeln und den Cheddar. So, und verrühren hier die ganze Sache, dass sich auch der Käse schön verteilen kann. So, da haben wir jetzt zwei Sachen fertig, und zwar die Tomatensalsa und unsere Fleisch, Zwiebeln, Cheddar Füllung. Die Pfanne, die werden wir nachher nehmen für unsere Ketchup-Soße. So, jetzt machen wir unsere Palatschinken, und zwar, ich nehme hier ein bisschen Rapsöl, aber nicht viel, nur ein bisschen was. Und geben jetzt den Teig hinein. So,
trennt man den Palatschinken, man bin ein bisschen gut. Also oft mache ich es ja auch nicht. Und Äpfel, jawohl. So, wir haben jetzt die Pfanne drauf, wo wir das Fleisch gemacht haben. Und geben jetzt ein bisschen Zucker hinzu. So, nur ein bisschen. Lass mal ein bisschen karamellisieren. Und jetzt, Freunde, unseren Heinz Ketchup. Und steht zwar auf dem Kopf, aber macht's nicht. Das macht's nicht. Berühren das Ganze schön. So, und löschen das erste Mal mit Rotwein ab. Lassen das einreduzieren. Und macht ihr das öfters, wird die Soße immer dunkler. Mit Heinz Tomatenketchup, Freunde. Extra zur Challenge. Würde ich normalerweise jetzt hier mit Tomaten eigentlich machen. Was passiert mit Tomaten? Das wäre Tomaten. So, löschen wieder ab. Ah, ihr seht, die Soße wird schön dunkel. Bisschen Pfeffer. Und eine Spur Salz. So, und gießen jetzt mit Geflügelfond. Oh, lassen wir noch ein bisschen einreduzieren. So, Freunde, die Soße ist fertig und die nehmen wir jetzt vom Ofen. So, Freunde, jetzt richten wir unsere Füllung an. Wir machen den jetzt fertig, den Palatschinken. Ich habe hier einen Frischkäse. Am besten ein Naturfrischkäse, also ohne Kräuter, ohne nix. Blank. Jetzt geben wir unsere Salsa hinzu. Riecht gut. Lecker, lecker. Und unsere Füllung. Und rollen das hier schön zusammen. So, und schneiden mit einem möglichst scharfen Messer einmal durch hier. Ja, vorsichtig durchschneiden wieder. So, jetzt geben wir unsere Ketchup-Soße dazu. Ja, einmal. Und so, Freunde, sieht doch klasse aus. Das ist jetzt eine Portion hier. Wunderbar. Dann drehen wir den mal um. Schneiden den mal auf hier. Soße dazu, kosten. Oh, die Soße ist ganz lecker. Also, ich habe ja normalerweise was gegen Ketchup, aber ab heute wahrscheinlich nicht immer.
Freunde, ein absolut leckeres Gericht. Hätte gar nicht geglaubt, dass das so gut funktioniert mit dem Heinz Ketchup. Normalerweise würde man da gestückelte Tomaten hernehmen für die Soße. Aber ich finde, es ist nicht schlecht. Man kann für die Soße bei Ketchup ruhig bleiben. Natürlich, wie soll es anders sein? Ich wurde nominiert, also gebe ich die Nomination oder das Nominieren natürlich weiter an zwei Barbecue-Kanäle. Das sind zwei mitteldeutsche Kanäle. Und da nominiere ich jetzt offiziell den Yves von Y Barbecue und den Christopher von Barbecue Chemnitz. Und ich hoffe, ihr beiden, ihr habt genauso viel Freude an dem Gericht oder an der Challenge wie ich. Also, liebe Grüße von uns hier und bis zum nächsten Mal. Euer Team von Sackpfeife Barbecue Weimar. Macht's gut, Freunde. Tschüss.